Die Tage hat der Postbote bei mir geklingelt und mir dieses wunderschöne Paket hier in die Hand gedrückt und meinte, viel Spaß mit dem Paket. Ich wusste gar nicht, was drin ist, habe es dementsprechend, wie man sehen kann, hier so aufgerissen, weil ich mich gefragt habe, was ist das für ein Paket? Ich habe jetzt nichts erwartet. Und dann ist mir aufgefallen, das ist meine Bestellung, auf die ich 3 Monate warten musste. Das ist kein Joke. Bestellt habe ich den Inhalt, der hier drin ist, am 24.06. Heute, wo ich das Video drehe, haben wir den 23.09. oder den 24. Ich weiß gerade nicht. Das heißt, also ich habe 3 Monate auf das gewartet, was hier drin ist. Das hatte ich so auch noch nie und das ist einfach bodenlos. Damit, was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich hoffe, euch allen geht es soweit gut. Und ich weiß, ich habe ein Video ausgelassen, letzte Woche Donnerstag. Es tut mir auf jeden Fall leid. Aber ich habe positive Nachrichten für euch. Denn es hatte einen wichtigen Grund, dass ich dieses Video habe ausfallen lassen. Ich habe an dem Freitag darauf meine letzte Klausur geschrieben. Ich habe dieses Semester insgesamt 10 Klausuren geschrieben, was wirklich gottlos ist. Ich habe sehr viel gelernt, die letzten 3 Monate gefühlt. Jeden Tag war ich in der Bib. Das hat sich auch einigermaßen ausgezahlt. Ich habe jetzt die ersten 7 Klausuren zurück und habe alle 7 bestanden, was wirklich sehr gut ist und nicht selbstverständlich an unserer Uni. Darum soll es heute aber gar nicht gehen. Ganz kurzes Live-Update von mir. Was hat das bei euch zu bedeuten? Denn das hat eine Schlussfolgerung für euch. Ich werde jetzt meinen kompletten Fokus hier auf diesen Kanal legen. Das heißt, falls ihr noch kein Abo da gelassen habt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ich habe mir so einen kleinen Upload-Plan gemacht und es wird wirklich crazy, was Oktober und vor allen Dingen dann auch November online kommt. Das heißt, ganz, ganz viel Winter-Content. Also, falls ihr den besten Passion-Content natürlich nicht verpassen wollt, was man nicht verpassen sollte, hier ein Abo da lassen. Hier auch die Glocke aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet. Und jetzt schon mal auf korrekt, weil ich mit meiner Klausurphase durch bin, hier ein Like da lassen. Und wir widmen uns jetzt diesem mysteriösen Paket. Also ich denke mal, bei diesem Anblick hier solltet ihr noch gar nicht erkennen, was dort drin ist. Außer ihr könnt durch Pakete durchgucken, was ich jetzt mal nicht denke. Aber falls wir das Paket dann umdrehen, können wir hier einen ganz kleinen Sticker erkennen. Und zwar lautet dieser Sticker, did Systemic just arrive? Ja, aber 3 Monate zu spät. Ich habe mir in der letzten Systemic-Kollektion, beziehungsweise der vorletzten Systemic-Kollektion mittlerweile, 2 Pieces bestellt. Die werden wir jetzt zusammen unboxen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich bestellt habe. Also das ist wirklich kein Joke. Ich weiß nicht, was sich hier drin befindet. Ich weiß nur, es waren insgesamt 2 Pieces. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Kollektion aussah. Das ist 3 Monate her. In 3 Monaten ist so viel passiert. Das ist geistkrank. Ich habe in den 3 Monaten einfach, während ich das bestellt habe und es bei mir angekommen ist, habe ich 10 Uni-Klausuren geschrieben. Okay. Auf jeden Fall habe ich das schon so aufgerissen, weil wie gesagt, keine Ahnung, was dort drin sein. Und hier ist nur ein Ding drin. Digga, hier ist einfach nur ein Beutel drin. Keine Dankenskarte, kein nichts, kein so Entschuldigungsding oder so, was man normalerweise hätte tun sollen auf jeden Fall. Wie bereits erwähnt, hatte ich mir eigentlich 2 Pieces bestellt. Ich bin mir 100% sicher, ich werde euch jetzt mal die Bestellbestätigung einblenden. Und ich habe nur ein Beutel bekommen. Keine Ahnung, warum das jetzt der Fall ist. Das heißt, irgendein Piece von mir braucht noch länger zum Versenden als 3 Monate und das ist bodenlos. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht oder hoffentlich ist das Piece ja so cool, dass sich das Video hier lohnt und ich mir denke, boah, geiles Systemic Piece, leider abgepackte Versandzeit, aber nichtsdestotrotz bin ich glücklich, dass es bei mir angekommen ist. Wir packen das Piece mal aus und dann könnt ihr und auch ich sehen, was ich mir dort bestellt hatte vor 3 Monaten. Und zwar könnt ihr sehen, dass ich mich damals für dieses grüne Systemic Longsleeve entschieden habe. Das ist aus so einem Waffelstoff. Ich komme ein bisschen näher, dann könnt ihr das vielleicht sehen und der Fokus macht es hoffentlich mit. Also ist jetzt kein normaler Longsleeve-Stoff, wie zum Beispiel hier bei dem Longsleeve von Sacrolite, was 100% Baumwolle ist. Und was mich damals überzeugt hat, ich packe das hier mal ganz kurz weg, wäre der Schnitt. Also den Schnitt finde ich immer noch ziemlich, ziemlich cool und generell das Piece, da ändert sich meine Meinung nicht. Finde ich immer noch ästhetisch. Ist natürlich sehr gewagt mit der grünen Farbe, die wirklich extrem knallig ist, wie ihr sehen könnt. Darauf können wir hier die bekannte Systemic-Sonne sehen. Darunter steht nochmal Systemic drauf. Aber ich denke mal, jeder von euch sollte dieses Piece hier gesehen haben. Und ich verstehe es, by the way, auch nicht. Weil Leute haben dieses Piece schon seit 2 Monaten in der Hand. Ich bekomme es jetzt erst. Keine Ahnung, warum. Ich weiß nicht, ob Systemic mich nicht mag oder
ich weiß auch nicht. Auf der Rückseite können wir dann sehen, dass es komplett clean ist. Was ich sehr cool noch finde, wären die ganzen Nähte, die hier verbaut wurden. Verbaut, als wäre das irgendwie zusammengebaut worden. Aber ihr könnt das sehen, zum Beispiel hier hinten so eine geile Ziernaht. Gibt dem Longsleeve einfach so eine gewisse Würze, wenn ihr versteht, was ich meine. Und sonst, wie gesagt, der Schnitt. Die Ärmel sind relativ breit, wenn ihr das sehen könnt. Und auch, ich glaube, das soll crop geschnitten sein. Auf jeden Fall sehr boxy geschnitten. Wie das ganze Ding jetzt fittet, ob es mich abholt, ob es mich nicht abholt, ob ich enttäuscht bin, ob ich mir denke, geil, ich würde nochmal darauf 2 Monate warten, beziehungsweise 3 Monate. Sehen wir jetzt, denn ich ziehe das gute Ding jetzt mal an. Also Bresi, ihr könnt sehen, ich habe das Longsleeve mal angezogen und der erste Kritikpunkt wären, finde ich, die Ärmel. Keine Ahnung, ich fühle mich so ein bisschen verkleidet hier drin, sage ich euch ehrlich. An sich finde ich das keine schlechte Idee, dass das halt so breit gemacht wurde. Gefällt mir an sich. Nur das Ding ist, es ist halt bei mir wirklich viel zu lang. Das sieht gar nicht cool aus. Ihr werdet es gleich nochmal auch auf dem Fit-Video sehen. Ich verstehe den Ansatz, aber wie gesagt, für mich sind die Ärmel auf jeden Fall zu lang. Und für mich ist auch das ganze Piece nicht so cool geschnitten, wie ich es sonst von Systemic kenne. Das heißt, ich bin auf jeden Fall herbe. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal das Wort herbe benutzt habe. Und ihr merkt schon, wenn ich hier mit meinen Armen herumfuchtel, wie das aussieht. Ich fühle mich wie so eine Mumie, wie so eine Leiche. Und wie gesagt, es ist auch einfach zu lang geschnitten. Ihr werdet jetzt ein Fit-Video eingeblendet bekommen, dann könnt ihr das Ganze sehen. An sich finde ich den Kragen wirklich sehr gelungen. Von der Breite her hätte ich mir das gerne nochmal ein bisschen breiter gewünscht, weil es schon bei mir wirklich sehr, sehr slim aussieht. Und halt, wie gesagt, von der Länge ein bisschen kürzer. Am besten sogar crop geschnitten. Aber das hier ist mir definitiv zu groß. Ihr könnt mir ja eure Meinung zu diesem Piece hier in die Kommentare schreiben. Aber ich bin alles andere als happy. 3 Monate für sowas warten ist auf jeden Fall die größte Frechheit, die ich seit langem erlebt habe. Mehr gibt es zu diesem Piece auch nicht zu erwähnen. Ich glaube, das hat gekostet 85 Euro oder so. Also ich habe auf jeden Fall Geld verbrannt. Das Gute ist, ich werde das hier auf jeden Fall retournieren und dann mein Geld zurückbekommen. An sich kann sowas immer mal passieren, aber 3 Monate ist schon wirklich heavy, wenn man so, keine Ahnung, Lieferschwierigkeiten hat und das mal 2 Wochen länger dauert, ist okay. Aber ich habe wirklich, ich werde jetzt hier mal einen Screenshot einblenden von Systemic. Ich glaube, ich habe insgesamt 10 Mails von Systemic bekommen. Yo, kommt in 7 Tagen an. Ah nee, kommt doch nicht in 7 Tagen an. Kommt aber in den nächsten 14 Tagen an. So, wisst ihr, was ich meine? Die ganze Zeit um eine Woche verschoben. Und da kam ich mir irgendwann verarscht vor. Und ich habe das Paket auch selber gar nicht mehr verfolgt. Ich dachte mir auch, okay, das kommt einfach nicht an. Keine Ahnung. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare auch schreiben, ob ihr wollt, dass ich die Hose, denn ich weiß nur noch, dass ich eine Hose bestellt hatte, ob ich die auch in einem Video unboxen soll, wenn ihr das sehen wollt. Lasst es mich gerne wissen mit einem Like und einem Kommentar. Das wäre es mit dem Video. Ich hoffe dennoch, dass euch dieses kurze, aber knackige Unboxing, in dem ich mich gefühlt nur aufrege, gefallen hat. Schreibt mir mal gerne auch in die Kommentare, ob eure Pieces schon angekommen sind. Mehr gibt es nicht zu erwähnen, weil ich wiederhole mich die ganze Zeit. Ich glaube, habe ich in dem Video eigentlich schon gesagt, dass ich 3 Monate auf das Paket gewartet habe? Ich glaube schon. Ansonsten, wie gesagt, ich bin ein sehr großer Systemic-Freund. Die Fleecejacken sind sehr cool, die Hosen sind sehr cool, die Hoodies sind sehr cool. Aber heute leider Chöp und großes L an Systemic. Das wär's. Ich hoffe dennoch, ihr alle bleibt gesund. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen unterhalten. Auch wenn das Video jetzt nicht so geil war, würde ich sagen. Haut rein. Peace. Bis zum nächsten Mal.